Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Murder So Suspect. Wir haben das in der letzten Folge hier das Apartment durchsucht. Ob wir ein paar Beweise finden. Warum ich das jetzt nochmal alles enthüllen kann, keine Ahnung. Aber wir sollen die Wohnung verlassen. Und ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt besser wie in der ersten Folge mit dem Spielsound der Wartezeit. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Okay, begib dich zur Kirche. Kann ich dann auch hier nochmal lang? Oder ist das jetzt komplett... Oh, liegt da was? Nee. Es ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Rex Schuldgefühle. Rex fühlt sich schuldig, weil er Ronan zu seinem Leben als Polizist führte. Okay. Ja, das ist, glaube ich, der Schwager von uns gewesen. Weiter komme ich da, glaube ich, nicht, oder? Oh, doch. Oh, da läuft's. Und ja, als ich mir die Aufnahme nochmal angesehen habe, habe ich auch wohl ein paar Zettelchen vergessen. Wie gesagt, es ist halt blind für mich und ja. Der Tag, an dem wir uns kennenlernten. Ich erinnere mich immer noch an das erste Mal, dass ich ihn sah. Ronan hatte all diese schockische Angeberei und ich gebe zu, das gefiel mir, aber was mir noch mehr gefiel, war das Herz unter der Fassade, das er nicht verstecken konnte. Er war ein Typ aus einer üblen Gegend, aber es hatte ihn nicht so abgehärtet, wie er vorgab. Okay. Oh, 38 Stück. Ich glaube, mit RB konnten wir sehen. Oh, da hinten liegt auch noch was. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass ich manchmal von der Mission einfach abschweife und mich, wie gesagt, mal umgucke, ob ich irgendwas finde. Oh, okay. Ach, hups, ich... ich hoffe, es stört euch nicht. Ronans Kindheit. Ronans Eltern klingen sehr instabil. Es muss wirklich schwer für ihn gewesen sein, aufzuwachen und den instabilen, kriminellen Weg seiner Eltern zu folgen. Und jetzt ist er mein Rohdiamant. So eine gute Seele und stark genug, um das Gute beizubehalten. Mit allem, was er wegen seinen Eltern durchmachen musste. Es ist selten, dass jemand, der tatsächlich einen guten Grund hat, von seinen Eltern und ihrer Art der Erziehung auf, gefrustet zu sein, sich nie beschwert. Er ist ein so viel besserer Mensch als alle annehmen. Okay. Ja, wenn du das sagst, glaube ich dir das mal. Da haben wir noch einen Zettel. Oh. Mal sammeln. K. Douglas oder K. Douglas. Douglas. Familienfoto. Sie würde niemals Selbstmord begehen. Sie war glücklich mit ihrem Leben, hatte viele Freunde. Jemand muss ihr das angetan haben. So muss es sein. Hä? Schnall ich grad nicht? Okay. Was, wenn er nie gefasst wird? Macht er dann einfach so weiter?
Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. Kann ich ihn auch? Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. What? Ja, klar. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Da haben wir wieder was. Kann ich das auch? Hallo? Hallo? Okay, das kann ich wohl nicht. Oder warte, ich lauf nochmal hin. Entschuldigung, meine Stimme ist halt ein bisschen auch angekratzt, aber ich hoffe, das stört nicht. Sammeln. Okay. Todesursache. Opfer an Deckenventilator. Rede ich da richtig? Opfer am Deckenventilator erhängen. Möglicher Selbstmord, aber keine Notiz. Glockensymbol deutet mögliche Mord an. Okay. Interessant. Oh, hier laufen auch Passanten rum. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Oh. Ja, klar. Ich brauche es. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Ist das... Hä? Was, wenn er nie gefasst wird? Das waren doch gerade die, die auf der Parkbank gesessen sind, oder bin ich jetzt doof? Okay. Kann ich hier rein? Nee. Okay. Sind das die gleichen? Das sind ja wieder die gleichen. Wow! Hier gibt es hier was am Spielplatz noch. Hier sind auch keine Dämonen irgendwie. Sammeln. Zeitungsartikel Nummer 2. Die Polizei Salems oder Salems hat noch immer keine offizielle Verbindung zwischen den kürzlich gewaltsamen Todesfällen hergestellt. Gerüchte, dass dies das Werk eines einzigen Mörders ist, nehmen zu. Aufgrund fehlender weiterführender Hinweis ist der einzige Zusammenhang ein merkwürdiges glockenförmiges Symbol an vielen dieser Tatorte. Niemand hat auch nur die leiseste Ahnung, was das Symbol bedeuten könnte. Aber der Glockenmörder hat vielleicht persönliche Gründe, seine Handschrift zu hinterlassen. Okay. Ja. Noch ganz blicke ich da noch nicht durch. Warum ist das hier so nebelig? What? So nebelig schwarz. Ich laufe doch jetzt zur Kirche. Nee, hä? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Das ist doch der gleiche. Ach so. Hi Kumpel. Bist du im Dienst oder was? War ich mal. Hab hier 10 Jahre gearbeitet, bis ich's nicht mehr ertragen konnte und mir eine Kugel verpasst hab. Manche Geheimnisse wiegen einfach zu schwer. Was genau hast du gemacht? Etwas Landschaftsbau. Meistens Gräber ausheben. Halt das, was man von einem Friedhofswärter erwartet. Du weißt, dass ich das nicht meinte. Hör zu. Du warst mal ein Detective und ich ein bescheidener Friedhofswärter. Belassen wir es dabei. Von mir aus, ich wollte bloß helfen. Ich sagte, belassen. Hätte ich vielleicht das andere wählen sollen? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber da hinten ist auch noch was. Und es sind wieder die. Welche sind Kinder? Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Okay, es ist irgendwie merkwürdig. Es sind verschiedene Leute, aber die denken irgendwie alle das Gleiche. Plakette des Ashland Hills Friedhof. Der Ashland Hills Friedhof wurde 1632 gegründet als Teil des Kirchenfriedhofes für die neu angekommenen puritanischen Siedler der
Kolonie in Massachusetts Bay. Gewisse traumatische Ereignisse erweitern den Friedhof erheblich und eines davon gab ihm seinen Namen. 1665. Er kannte eine Schiffsbesatzung von Migranten aus London, die vor der Pest flüchteten, dass sie bereits infiziert waren. Sie wurden im Friedhofsgebiet unter Quarantäne gestellt und warteten dort auf den Tod. Nach ihrem Tod wurden die Leichen verbrannt und die Asche vergraben. Seitdem ist der Friedhof als Ashland Hills bekannt. Okay, ja, okay. Okay. Kann ich da auch rein? Oder ähnlich? Ich meine, warum brennt es hier und keiner ruft die Feuerwehr? Schon ein wenig seltsam. Hier waren auch noch Leute, aber ich glaube, die sagen mir eh wieder das Gleiche. Ja, ich versuch's jetzt gar nicht erst, weil ich denke, die Leute, die werden mir eh wieder das Gleiche erzählen. Und ich glaube, ich habe mich schon ein wenig verlaufen. Aber ey, cool, guck mal. Noch 14. Na, mal gucken, ob wir die alle finden. Ja? Sammeln. Zeitungsartikel Nummer 4. Mir fehlen 1 und 3. Das FBI kann einbezogen werden, um die lokalen Behörden zu unterstützen, wenn eindeutig feststeht, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Das Salem Police Department bezog bis Redaktionsschluss keine Stellung zu der Ankündigung des FBI. Hat sich aber wiederholt geweigert, die Tode als Werk eines Serienmörders zu beschreiben. Es macht keinen Sinn, die Stadt wegen etwas in Panik zu versetzen, das vielleicht nicht mal wahr ist, sagte Sprecherin Ingrid Larsen in einer früheren Stellungnahme zu dem Fall. Okay. Also es ist irgendwie komisch, dass immer die gleichen Leute da hocken. Und ich halt, ja, wie gesagt. Oh, da stehen Geister. Plakette der Tankstelle. SOC wird allgemein für eine Abkürzung von Salem Oil Company gehalten. Eine derartige Firma existiert jedoch nicht. Die Initialen stehen für Sons of Charlie. Der rechtliche Name dieser Tankstelle. 1928 gegründet von 3 Brüdern. Chuck, Sean und Seamus? Keine Ahnung. Als Automobil üblich wurden. Das Geschäft hatte fast die größte Depression nicht überstanden, konnte sich aber als Tarnung für illegalen Alkoholverkauf während der Prohibition über Wasser halten. Okay. Ja, ist schon eigentlich interessant, was man hier findet, aber ich komme hier nicht rein. Aber hier standen Leute rum, auf jeden Fall. Oh, ich könnte ihn beeinflussen. Gibt's hier was zu tun? Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen, keine Ahnung, was ich tun würde. Vielleicht, wenn wir etwas schneller gehen. Und dann? Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält's bestimmt noch ein Jahr. Man könnte was drin sein, aber... Ich mache jetzt Besitzergreifen von dem. Hoffentlich ist die Wohnung geputzt, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält es okay, bestimmt noch ein Jahr. Viele Texte wiederholen sich eigentlich anscheinend. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Geschichte Salems. Fontänenwidmung. Diese Fontäne ist der Hoffnung gewidmet, dass die ruhige Stadt Salem für Frieden und Schwärmerei bekannt sein wird, okay. Okay. Kann ich hier?
Da geht's nicht lang. Okay, dann geht's hier nicht lang. War ich denn schon da hinten? Nee. Also ich weiß nicht, hier verschwinden manchmal, ich sehe dir das auch, das sind so Gestalten. Also nicht da, wo ich so reinhuschen kann, sondern so komische Gestalten. Und dann, wenn ich näher komme, verschwinden die. Haben die irgendwas zu bedeuten? Oder sind die einfach so hier? Ich kann mir da noch keinen Reim draus machen. Vor allem hier geht es halt auch solche Symbole wieder auf den Boden. Und hier, das ist halt auch ganz komisch. Also, okay, ich komme noch nicht so dahinter. Aber ist das die Kirche? Ne, die Kirche ist da hinten. Hier, hier, diese. Habt ihr die jetzt gesehen, diese Gestalten? Genau diese meine ich. Plakette der Rüstkammer. An dieser Stelle stand eine Befestigung, deren Rüstkammer die britischen Soldaten am 26. Februar 1775 zu erobern begehrten. Die tapferen Bürger dieser Stadt hielten die britische Armee durch den strategischen Einsatz von Zugbrücken in Schach und verhinderten so die Besitznahme von Waffen entscheidender Bedeutung in dem Krieg, der nur Monate später beginnen sollte. Okay. Hier, habt ihr das gesehen, diese Geister? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das sind nicht diese Rückstände, sondern... Ja, hier, 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 habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, was das ist. In Spanien wurden sie verbrannt. Okay. Echte Hexen trugen keine Hüte. Okay. Hier muss ich da vielleicht. Sagt es mir vielleicht, dass ich da lang muss? Oh Gott. Was habe ich getan? Nein. Rick und Laura. Hey. Beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Brad. Gut. Okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... Wer weiß wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott. Ich habe sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan? Es ist nicht viel, aber vielleicht bietet dieser furchtbare Autounfall auf das Hinweise auf das, was in dieser Nacht geschah. Okay. Ich glaube, das ist wieder, Wow. Wow, habt ihr das gesehen? Wow. Der ist einfach durch. Wer ist gefahren? Aber ich glaube, wer gefahren ist und dem Typen, ich glaube, der ist buggy. Oh Gott. Hä? Er läuft jedes Mal? Ich glaube, er ist buggy. Okay. Ja, wir müssen 0 von... Also, wir haben erst 0 von 3 Hinweisen. Und ich glaube, ja, in der nächsten Folge seht ihr dann... Also, der Typ ist irgendwie komisch. Sorry, jetzt fange ich nochmal an. Kannst du das jetzt bitte lassen, in meiner Kamera zu laufen? So, nochmal, ich glaube, wer gefahren ist, das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich sag wie immer danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Kiba.